Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich. Und zwar möchte ich gerne heute Couscous-Bratlinge machen. Ja, das sind ganz einfache Zutaten, weil ich habe noch Cordon Bleu da und ja, da habe ich gedacht, da mache ich das mal als Beilage. Und als Topping benutze ich dazu eine Paprikaschote mit Zwiebeln. Das schmore ich vorher an, aber das werdet ihr ja dann sehen. Viel Spaß auf meinem Kanal. Schau dich gerne noch weiter um. Und wenn du neu hier bist, lass gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Dankeschön, bis dann. Tschüss. Für die Zubereitung von den Couscous-Bratlingen benötige ich 150 Gramm Käse. Da ist das egal. Das kann man nach Geschmack machen. Zwei Eier. Couscous 200 Gramm. Das wird gleich mit Wasser übergossen, das zeige ich dann aber. Und für die Toppings hier werde ich die Paprikaschote, die Zwiebel mit Knoblauch ein bisschen anschmoren, also klein schneiden und anschmoren. So, hier habe ich jetzt 200 Gramm Couscous. Hier mache ich Gewürze rein, und zwar ist das Zimt, Salz, Paprika und Kurkuma. Übergieße das jetzt mit Wasser. Das sollte reichen. Couscous zieht sehr viel Wasser, lass das jetzt stehen und gut ist. Die Pfanne ist an, schneide die Zwiebel klein. Ich kenne Couscous aus der arabischen Küche. Ich koche schon lange oder viel mit Couscous. Sonst war es immer normales Couscous, wie man das so in den arabischen Ländern macht, mit viel Fleisch, viel Gemüse. Tomatensoße, Kichererbsen, Kohl. Das ist also eins meiner Lieblingsessen, auch von meinen Kindern. Ansonsten mit den Couscous-Bratlingen oder Couscous-Salat ist auch sehr lecker. Das ist alles so, was, wo ich mich jetzt erst rantaste, weil das ja jetzt erst so richtig modern wird. Oder ja, früher war das halt nicht so viele. Hast du schon mal was mit Couscous gegessen? Und wenn ja, was? Einen schönen Salat oder so? Couscous ist eine wunderbare Beilage, finde ich. Also muss nicht immer Reis oder Kartoffeln sein. Kann Couscous in jeder Variation sein. Süß. Obwohl ich nicht gerne süßes Couscous esse. Ich bin eher sowieso der herzhaftere Typ. Sage ich ja immer wieder. Das Couscous hat jetzt gezogen, sieht auch sehr gut aus, ist schon locker geworden, so muss es aussehen. Wenn ich es jetzt weiterverarbeiten würde als Einkauf, dann würde da jetzt noch ein bisschen Butter reinkommen, ist. Aber das soll ja ein Bratling werden, der soll mir ja zusammenhalten. Oder Bratlinge. Paprika, Zwiebel in Pfanne, jetzt kommt der Knoblauch dazu und eine Chilischote. Das lasse ich jetzt schön anbrutzeln. Die Zwiebeln, Paprika sind jetzt gut. Die mache ich jetzt zu meinem Couscous dazu. Und verrühre das. Ich lasse das jetzt ein bisschen abkühlen, bevor ich den Käse und die Eier dazu gebe. Den Käse gebe ich jetzt dazu.
vermischen alles, das ist ganz wichtig. Gebe ich die Eier dazu. Und verrühre auch gut. Sollte das nicht genug sein, kann man da noch ein drittes Ei reinmachen. Das gucke ich gleich mal. Wichtig ist, dass die Masse beim Kneten zusammenhält, dass man dann braten kann. Ich habe mich noch für ein drittes Ei entschieden. Aber es backt schon gut, also sieht schon sehr gut aus. Ja, das sieht gut aus. Öl kommt jetzt in die Pfanne. Wer möchte, kann den Teig, also die Frikadellen oder je nachdem Plätzchen, was man so bratlinge, gerne noch mit Semmelmehl und Ei ummanteln, aber ich mache das nicht. Ich versuche es erstmal so. Mit Semmelmehl und Ei hat es ja dann gleich wieder viel Kalorien mehr. Also ich mache die so ungefähr so dick. Also auf den ersten Eindruck sieht es schon mal sehr lecker aus. Oder was sagst du? Würdest du dir das auch kochen? Man kann auch, wenn man Couscous generell übrig hat, kann man es auch sehr gut anbraten. Es schmeckt dann richtig gut, wenn es so krossig ist. Nehme ich den raus. Da habe ich gleich morgen noch was. Super. So, einer kommt noch. Das ist jetzt der fünfte. Also ich habe von der Masse, die jetzt im Rezept steht, fünf
Stück rausbekommen. Relativ groß habe ich die gemacht, also naja, das ist relativ. Kann man ja selber entscheiden, wie groß man das macht. So, ich habe mich entschieden, den mit Kräuterquark zu essen, die Bratlinge. Jetzt gucke ich mal. So sieht es aus von innen. Also von außen schön kross, von innen ist fest, ein bisschen schwabbelig oder so. Käse, den sieht man. Jetzt schön mit Kräuterquark. Essen ist immer was Feines, finde ich. Also nachmachen, unbedingt nachmachen. Also das würden auch Kinder essen, hundertprozentig. Käse. Ich liebe alles mit Käse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Wie gesagt, Daumen hoch für die Couscous-Bratlinge. Rezept kommt mit ins Video bzw. in die Beschreibung. Bis dann. Tschüss.